Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 44 Erkältung. Heute sprechen wir über das Thema Erkältung. Wann hattest du das letzte Mal eine Erkältung? In Deutschland erkälten sich viele Menschen in der Winterzeit, also zwischen November und März. Erkältet sein macht niemandem Spaß. Der Hals kratzt, die Nase läuft, der Kopf tut weh. Ja, all das sind Symptome einer Erkältung. Die Dauer einer Erkältung ist ganz unterschiedlich. Manchmal dauert eine Erkältung nur ein oder zwei Tage. Wenn es dich härter trifft, dauert die Erkältung aber vielleicht sogar ein oder zwei Wochen. Wenn man sich erkältet, ist das Wichtigste natürlich, dass man sich ausruht. Schlaf ist die beste Medizin, sagen die Deutschen. Während des Schlafs regeneriert sich der Körper nämlich. Wenn man Halsschmerzen hat, dann hilft ein Tee sehr gut. Kamillentee, Pfefferminztee oder Ingwertee helfen sehr gut gegen die Schmerzen. Auch wenn man Kopfschmerzen hat, ist Trinken sehr, sehr wichtig. Wenn man krank ist, sollte man nicht arbeiten. Man sollte lieber ein Buch lesen oder einen Film schauen oder, wie gesagt, schlafen. Manchmal ist eine Erkältung aber auch stärker. Du kannst zum Beispiel Husten haben oder noch schlimmer Fieber. Dann solltest du wirklich lieber im Bett bleiben. Wenn du Medizin brauchst, musst du natürlich zum Arzt gehen. Der Arzt verschreibt dir die Medikamente und du kannst zur Apotheke gehen und dir die Medikamente abholen. Wenn man erkältet ist, sollte man auch besonders viele Vitamine essen. Obst, Gemüse und viel, viel Wasser und Tee trinken. Was machst du, wenn du erkältet bist? Hast du einen Tipp? Schreibe ihn in die Kommentare. Neue Vokabeln. Erkältung. Cold. Sich erkälten. To catch a cold. Der Hals kratzt. The throat is scratchy. Dauern. To last. Sich ausruhen. To relax. Halsschmerzen.
Sore throat. Kopfschmerzen. Headache. Husten. Kaff. Apotheke. Pharmacy. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.